Im heutigen Video möchte ich mit euch mein neues iPhone, das iPhone 13, auspacken und ihm eine Hülle überstülpen. Nach dem Unboxing zeige ich euch gleich, weshalb ich von diesem neuen iPhone so unglaublich begeistert bin. Kleiner Spoiler, diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, woher ich komme. Und mit dem Wissen, woher ich komme, nein, ich meine nicht aus der Schweiz, das hört man. Nee, ich komme von einem älteren iPhone, nicht hier vom 5er, meinem All-Time-Favorite vom Design her und allem drum und dran. Nee, ich komme vom iPhone 8 Plus, ein Gerät, was schon ein bisschen älter ist, das mir aber bis vor wenigen Tagen unglaublich tolle Dienste erwiesen hat und von dem ich mich sehr ungern trenne. Aber ja, jetzt ist es hier. Schauen wir doch mal, was drin ist. Brauche nicht mal ein Messer. Braucht also doch ein Messer. Richtig dünn sind die iPhone-Hüllen mittlerweile geworden, wenn ich mich noch an mein letztes vom 8 Plus erinnere. Nochmal suchen, ob ich es noch finde. Es ist hinten irgendwo eine Kiste drin. Sehr schick, sehr dünn. Was verrät die Schachtel selber? So einiges, zum Beispiel wie das iPhone ausschaut, seitlich iPhone, iPhone, Apple und Apple. Vor allem stehen noch ein paar Details zum Kabel etc. mit dabei. Und dann noch das Case, die Hülle, die mir Apple dazu beigelegt hat. Das iPhone 13 Silicon Case in der MagSafe Edition. Schauen wir uns natürlich auch gleich an. Aber zuallererst hier den Kleber entfernen und dann unten auch. Voilà. Komm schon. So. Voilà. Und den Deckel öffnen. Oh, schick. Ach, ich habe mein iPhone 4 wieder zurück. Mein iPhone 5. Das schaut geil aus. Und oh, wow. Sieht man das hier? Also das schaut schon aus wie fliegendes Glas, also schwebendes Glas. Aber hier der Übergang in die Kamera, in den Kamerabump. Sehr, sehr sexy. Wow. Das finde ich cool gelöst, Apple. Ja, ansonsten den schönen Rahmen hier in Silber. Zugang für die SIM-Karte. Wenn man dann eine physische reinmacht, eSIM geht natürlich auch. Die Lautsprecher, Knöpfe, die Mute-Regler. Und unten ist der Strom, respektive also eben der Zugang für Lightning und der Lautsprecher sowie das Mikrofon, das verbaute. Das schaut wirklich sexy aus. Und hier der Ein-Ausschalt-Knopf seitlich. Dann würde ich doch sagen, ja, schauen wir mal, was hier noch drin ist. Ein USB-C auf Lightning-Kabel fürs Versorgen am Rechner oder via dem Rechner, via einer Powerbank oder ja, sonst was alles USB-C ausgibt, logischerweise. Und dann noch das ganze Papierzeugs und auch das, richtig schön süß und klein, wie das Ganze geworden ist. Hier ist natürlich das SIM-Karten-Tool mit drin, ein bisschen Papierzeugs und der heißgeliebte Apple-Kleber. Voilà. Da haben wir sicherlich auch schon wieder einen Platz, wo wir den unterbringen werden. Aber richtig, richtig cool, wie dünn das geworden ist mittlerweile. Aber schauen wir uns doch noch kurz das Case an. Wie macht man das auf? Hier oben abziehen und dann kann man den Deckel öffnen. Schön alles Papier drin. Das machen wir nachher drauf. Hier natürlich die Aussparungen für den Mute-Button, die Knöpfe von der Lautstärke, Ein- und Ausschalt, hinten für den Kamerabump die Öffnung und unten logischerweise für den Lightning-Port. Aber das schauen wir uns, wie gesagt, später an. Jetzt packen wir mal zuallererst das iPhone fertig aus und ich bin immer noch hier richtig nachhaltig begeistert von diesem Kamerabump, diesem glasigen. Das ist wirklich schick gelöst. So stehen die einzelnen Linsen nicht so weit weg. Ganz sexy. Vorne ist auch noch angezeigt, welche Knöpfe wo sind. Ich glaube, das ist eher für iPhone-Neulinge als für solche, die schon länger mit dem iPhone unterwegs sind, spannend. Und das schaut sexy aus. Wow. Gerader Screen, mal kein abgerundetes Smartphone, ist auch wieder mal etwas, gefällt mir sehr gut. Vor allem, wenn ich es hier dann vergleiche mit, wenn man es so anschaut, von der Größe her, gefällt mir sehr gut. Ist eine Nummer kleiner und auch von der Dicke her sehr angenehm. Aber jetzt bin ich gespannt. Jetzt schalten wir das natürlich ein.
konfigurieren wir es und dann geht es weiter hier. Nachher wird dann gleich mal die Kamera mit meiner größten Tochter ein bisschen ausprobiert. Darauf freue ich mich. Aber jetzt Hülle an, am besten. Hier sieht man auch ganz schön das Ganze. Die Hülle ist MagSafe-kompatibel. Ich hoffe, ihr seht das hier drin. Hier haben wir ja einiges an Magneten drin. Ich glaube 18 an der Zahl. Ansonsten werde ich es unten einblenden, worüber dann diverses Zubehör kompatibel ist und womit ihr dann ganz schnell den Strom über Wireless in euer Smartphone bekommt. Ab in die Hülle. Und dann Hello, genau, konfigurieren wir das Ganze, Deutsch. Ich bin mal weg. Aber ja, jetzt ist es hier, das iPhone 13 und das mit dem ungern trennen, nein, so ist es dann doch nicht, weil für mich ist, oder besser gesagt, war es ein Riesenschritt. Was habe ich, oh, Kamera. Für mich war es wirklich ein Riesenschritt. Ich bin weg von Touch-ID hin zu Face-ID, was ich an meinem iPad extrem liebe und mir schon lange hier auch auf dem iPhone gewünscht habe. Ich habe wieder das alte Design mit dem kantigen, den runden Ecken und so weiter. Ich habe eine deutlich bessere Kamera mit verbaut und auch sonst, dieses flache Design, es gefällt mir einfach unglaublich gut, dieses neue Telefon. Dazu kommt der unglaubliche Speedbump, den ich hiermit dazu bekommen habe. Ja, es ist halt so, wenn ein Gerät 3, 4, 5, ja, einige Jahre alt ist, ist es logischerweise nicht mehr so schnell, wie es aktuelle Smartphones wären. Ansonsten gäbe es ja keine Gründe, sich ein neues iPhone zu kaufen oder sonst ein Smartphone. Doch es gibt viele. Aber auch die Bedienung hat sich natürlich geändert. Allein, dass nicht mehr der Home-Button da ist, dass alles über Gesten gesteuert wird, das hat ja schon auch auf dem Touch-ID-basierten iPhone-Modellen Einzug gehalten. Aber eben hier kommt was Neues dazu. Plus eben, dass das Kontrollcenter, was man hier oben rechts runterzieht, auch neu ist. Und an das muss ich mich fast am meisten gewöhnen, weil ich nutze unglaublich viel die Taschenlampe, der Taschenrechner, den Wecker, die Möglichkeit, meine Apple TV zu steuern, hier über die Remote-Geschichte und natürlich auch die Möglichkeit, hier die Bildschirmhelligkeit anzupassen, Ton laut und leiser zu machen, das WLAN auszuschalten, den Flugmodus zu aktivieren und so weiter und so fort. Da werde ich mich sicherlich noch ein paar Tage dran gewöhnen müssen. Ansonsten ist es ein wirklich tolles neues iPhone und ihr seht es an meinem Strahlen wahrscheinlich. Ich bin richtig happy damit. Wie zufrieden ich damit bin und ob ich auch noch was entdecke, das mir nicht so gefällt, das werde ich euch dann in einem ausführlichen Testbericht in ein paar Wochen, respektive ein, zwei Monaten mal ein bisschen genauer zeigen. Und was mir einfach unglaublich gut gefällt, ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt, merkt man in der Hülle drin nicht so gut, aber hier die beiden Kameramodule, die rausstehen, die sind ja umrandet von diesen Alurahmen. Und das Quadratische, was rundherum ist, ist eigentlich nur Glas. Und das schaut so unglaublich geil aus. Falls ihr das jetzt hier nicht sehen konntet, ich hoffe, ich kann das irgendwie filmtechnisch sonst einfangen. Ich finde das einfach so geil gelöst. Aber so, wow. Echt schick. Und jetzt, wie versprochen, kommt das Ganze noch in eine Hülle. Apple hat mir hierzu ja eine Silikonhülle für das iPhone 13 mitgeschickt, welche MagSafe-kompatibel ist. Und auch dazu bleibt am besten den Kanal abonniert. MagSafe, endlich bin ich auch im Game von MagSafe. Und dazu gibt es in nächster Zeit einige Testberichte zu Zubehör-Gadgets etc. hier im Kanal. Also somit, wer sich dafür interessiert, unbedingt abonnieren. Und das eben, wie gesagt, MagSafe-kompatibel. Die grüne Hülle, ich werde den richtigen Ton unten einblenden, hat hier so eine kleine Umrandung, womit die herausstehenden Linsen hier vorne, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, also dass es scharf wird, besser gesagt, diese werden dadurch noch geschützt. Und jetzt würde ich, wie erwähnt, anfangs des Videos das Ganze in die Hülle stecken. Voilà. Schön plan. Logischerweise die ganzen Aussparungen sind vorhanden. Die Knöpfe lassen sich drücken und erfühlen. Das ist natürlich genauso wichtig. Und eben auf der Rückseite ist auch durch diesen kleinen Rahmen hier rundherum das Ganze geschützt. Das mag für den einen oder anderen, wie ich mitbekommen habe, optisch nicht so ganz passen. Ich bin unglaublich froh, dass meine Linsen damit nicht verkratzen. Und das ist, glaube ich, wichtiger als die Optik. Aber ja.
wirklich tolle Hüllen hier in der Silikon-Version. Es gibt ja auch die transparenten von Apple und es gibt auch noch die Lederhüllen. Alles ein Blick wert und wer die Möglichkeit hat, in einem Apple Store vorbeizugehen, sollte sich die verschiedenen Hüllen mal ein bisschen genauer anschauen. Das war jetzt so mein erster Eindruck. Wenn ihr Fragen zum Modell habt, schreibt es unten in die Kommentare über Social Media oder über die ganzen Wege wie E-Mail etc. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und wie gesagt, bleibt dran, wenn ihr weiter solche Gadgets sehen möchtet. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss!